Moin moin Leute, herzlich willkommen auf unserem Kanal zu einem neuen Video nach langer, langer Zeit. Viele werden sich fragen, warum ist das so? Ja, das Weihnachtsvideo letztes Jahr wurde leider boykottiert seitens Lotus. Wir wollten eine Multiplayer-Aufnahme machen und dann funktionierte ja gar nichts mehr. Ja, und danach hat sich das einfach nicht mehr ergeben, neue Videos zu machen, weil es zeitlich einfach nicht gepasst hat. Oder man gesagt hat, ey, dann und dann könnte man was machen. Dann sind aber neue Dinge passiert, so dass man gesagt hat, ach, jetzt haben wir wieder was Neues, wir warten mal noch, bis das so und so weit ist, und dann machen wir. Jetzt ist es soweit, da sind wir wieder. Mein Name ist der Tetrafan. Wo befinden wir uns heute? Wir befinden uns hier heute auf der Map Marienberg vom Kartoffelphantom. Und wir werden uns heute auch mal wieder einem neuen Fahrzeug widmen, das wir euch heute vorstellen werden. Wir sehen hier auch einen Map-Fortschritt. Das ist schon ziemlich lange her. Man müsste jetzt mal zurückgucken, wann wir das letzte Video gemacht haben und das auch zufälligerweise auf Marienberg war. Aber ja, Marienberg hat einen neuen Betriebshof, eine Streckenerweiterung, ein neues Fahrzeug. Und das ist hier heute das, was ich euch zeigen möchte. Kleiner Info vielleicht noch vorweg. Es wurde zwar im Forum schon mal beantwortet, aber für die, die es vielleicht nicht gelesen haben oder noch nicht verstanden haben, ist die Frage, wann und wo der KT4 DTM Berlin denn erscheint. Tja, wie der Kartoffelphantom das im Forum schon so schön geschrieben hat, es liegt halt einfach an Lotus selbst und vor allem einem Feature, das fehlt, um dem KT kompromisslos realistisch umzusetzen. Und das ist in dem Fall die Fahrphysik, das Kurvenverhalten. Wir können mit dem aktuellen Stand von Lotus dieses Knickverhalten in Kurvenfahrten nicht darstellen, da wir immer mit einem unsichtbaren Drehgestell unter dem Drehteller in der Mitte arbeiten müssen und damit verhält sich das Fahrzeug halt eben nicht so wie in der Realität. Solange das von den Entwicklern, es wurde bereits angesprochen, schon mehrfach erwähnt, dass dieses umgesetzt werden könnte bei Gelegenheit, dass dieses Fahrzeug halt eben auch realistisch dargestellbar ist. Ich meine, es wäre ja auch ein Berliner Fahrzeug und für die Berlin-Map vielleicht auch eine Bereicherung für die Spieler. Aber bisher hat sich da leider nichts getan und somit ist der KT4 DTM zwar relativ weit fortgeschritten zum aktuellen Stand, aber ein Release des Fahrzeuges wird so lange nicht möglich sein, bis dieses Feature umsetzbar ist. Das betrifft allerdings nicht die anderen Fahrzeuge, die reinen Drehgestellfahrzeuge, wie den T4D, den T6A2 und auch das neue Fahrzeug nicht. Diese Fahrzeuge verfügen ja nicht über schwebende Sänften oder ja, Gelenk in der Mitte, das quasi über Stangen gesteuert wird und dadurch quasi ein sehr spezielles Knickverhalten gibt, sondern die laufen ja einfach auf Drehgestellen. Jetzt haben wir aber erstmal genug gequatscht. Wir gucken mal, was uns denn so heute Neues erwartet. Also erstmal haben wir hier den neuen Betriebshof der Map Marienberg. Auf der Map heißt der Neblitz. In Wirklichkeit steht bzw. stand dieser Betriebshof in Dresden. Also die Dresdner werden ihn wahrscheinlich erkennen, beziehungsweise die Dresdner, die sich an diesen Betriebshof noch erinnern können und noch wissen, wo das war. Und zwar handelt es sich hier um den Betriebshof Mikten. Deswegen stehen hier auch so schön Gothas abgestellt. Wir können hier mal so ein bisschen reinlunzen.
Die Schiebebühne wurde auch nachgebildet. Sie ist aber in diesem Fall hier tatsächlich ein reines statisches Objekt. Also sie kann sich nicht bewegen, sie ist halt einfach nur dargestellt. Das lässt sich leider in Lotus so noch nicht umsetzen, dass man ein Fahrzeug hier drauf fahren könnte, wobei das in dem Fall wie im Original halt nur mit den Gotha-Fahrzeugen gehen würde und man die Bühne dann seitlich laufen lässt und das Fahrzeug auch mitgenommen wird. So, ja, dann will ich euch gar nicht weiter lange auf die Folter spannen, um was für ein Fahrzeug handelt es sich denn, was wir neu haben. Dann gucken wir doch mal, wir lunzen jetzt hier einfach mal so in die Halle rein. Und da steht es schon. Ja, es handelt sich hierbei um den KT8D5 des tschechischen Herstellers CKD Tatra. Dazu möchte ich gleich vorweg einen kleinen Aufruf starten seitens Kartoffelfantom. Also im Äußerlichen handelt es sich hier tatsächlich um einen KT8D5. Das Fahrzeug ist allerdings eher semi-real, da uns zu gewissen Sachen Fotos fehlen, gute Fotos, wo man wirklich viel erkennen kann. Und da ist eine Bitte vom Kartoffelphantom an die Community, wer Bilder hat von originalen KT8D5, also keine modernisierten Varianten. Am liebsten wären uns die unmodernisierten Strausberger KT8D5, wie sie ja quasi noch bis vor einigen Jahren gefahren sind. Jetzt gibt es ja nur noch diesen einen modernisierten, also den nicht, sondern von diesem Fahrzeug bzw. seinen zwei ehemaligen Schwesterfahrzeugen in dem damaligen unmodernisierten Zustand brauchen wir Bilder von innen vor allem und vom Fahrstand von allem, so dass wir dort den Fahrstand realer umsetzen können. Momentan orientieren wir uns an mehreren Bildern, die immer unterschiedliche Zustände zeigen. Von daher seht es uns nach, wenn jetzt vielleicht das eine oder andere nicht korrekt ist. Also wir haben hier einen KT8D5 im klassischen Stile mit Falltüren, keinem Niederflurmittelteil, beiden Stromabnehmern, beiden Fahrständen. Ja, ein klassisches Hochflurfahrzeug. Wir gehen mal in den Innenraum. Gut, wir stehen jetzt hier in der Betriebshofhalle. Es ist relativ dunkel im Fahrzeug. Aber ich denke, man kann ganz gut erkennen, es ist der klassische KT8D5. Im Hochflur einsteigen, den Original sitzen. Schiebefenstern und ja, die funktionieren sogar der klassischen Beleuchtung. So, dann gehen wir mal in den Fahrstand. Hier ist natürlich noch nichts fertig. Also das ganze Fahrzeug ist noch nicht fertig. Aber im Großen und Ganzen funktioniert das Fahrzeug schon. Es gibt ein paar schöne Tastenkombinationen, die ich schon zugewiesen habe. Also fangen wir erstmal an. Wir heben uns erstmal den Pantographen an. Dann schalten wir den Fahrstand ein und sehen, das Fahrzeug fährt gleich los. Das liegt aber, glaube ich, eher an mir. Genau. So, dann können wir hier den Spiegel auf der rechten Seite per Taste aus- und einfahren, beziehungsweise wenn man den Fahrstand abrüstet, dann fährt der Spiegel auch von alleine ein. Gut. Lange Rede, gar keinen Sinn. Wir fahren erstmal aus dem Betriebshof. Achso, ja, genau, Fahrstufe. So, wir schalten mal die Außenbeleuchtung ein. Und das Licht schalten wir auch noch ein. Und dann müssen wir jetzt erstmal aus dem Betriebshof rausrangieren, denn wir wollen eigentlich in die andere Richtung. Und von daher müssen wir jetzt hier erstmal aus dem Betriebshof rangieren. Man hat mir hier netterweise auch Haltetafeln an die Luft gehangen, damit man weiß, wo ich und ich weiß, wo ich anhalten muss. So, dann halten wir mal wieder an. Fahrstufe raus. Jetzt so, das Ibis resetten. Fahrstand abrüsten, Stromabnehmer einfahren,
Auf die andere Seite wechseln, Stromabnehmer heben, Fahrstand ein. Wobei, wir gehen noch mal raus. Erstmal mache ich den Fahrstand aus. Dann gehen wir mal raus und jetzt sehen wir zum Beispiel, dass hier auf der Seite, auf dem Fahrstand sitzen wir eigentlich, trotz dass die, also die Außenbeleuchtung ist eingeschaltet und auch auf der Seite, auf beiden Seiten die rote Schlussleuchte leuchtet. Das ist so gewollt und wenn ich jetzt den Fahrstand einschalte, dann wechselt er um. So, wir wollen die Linie 3E oder E3 ist ja in dem Fall hier fahren. Auf der Map Marienberg zum anderen Betriebshof, zum Betriebshof Travenstein. Genau. Ups, falscher Fahrstand. Dann können wir uns schon mal die Weiche stellen. Der ist eingeschaltet. Fahrstufe liegt drin. Spiegel wird ausgefahren. Und dann können wir losfahren. Am Blinker sitzen. Nächste Haltestelle: Bornholmer Straße. Genau, da wollen wir hin. Ja, beim KT8T5 ist es ähnlich wie beim T4D, dass man dieses Fahrzeug, wenn man einen G27 zum Beispiel hat, wahrscheinlich mit dem G29 auch, über die Pedale steuern kann. Also ich fahre aktuell über meine Pedale. Was auch schon ein Feature in diesem Fahrzeug drin ist, wer gerade aufgepasst hat, ist, dass die Kamera mit sich bewegt, wenn man beschleunigt, wie jetzt zum Beispiel, oder wenn man bremst. Dass die Kamera dann, also sie quasi den Fahrerkopf simuliert und mitgeht. Ja, diese Map wird immer schöner. Lange Zeit leider auch Stillstand auf der Map, was aber auch irgendwie an einem Bug lag, dass immer ein Teil nicht geladen wurde und somit war die Map auch nicht mehr editierbar, weil dann immer der Editor abgestürzt ist. Oder halt, wenn man es spielen wollte, Lotus selbst. Und von daher war das eine Zeit lang nicht möglich. Plötzlich ging es wieder nach, ich glaube, etwas über einem Jahr. Und jetzt hat sich in der Zeit neben dem Fahrzeugbau halt eben hier die Map weiterentwickelt. So, wir sind an der ersten Haltestelle angekommen. Wir geben mal Türfreigabe auf der rechten Seite logischerweise. Ja, der Abfertigungston, die Klinge ist halt auch semi-real, wobei wir uns halt gesagt haben, wir finden die ganz schnickelig, deswegen kommt die mit rein. Bei dem Prager KT8T5 wäre das halt eben nicht der Fall, das wäre ein anderer Ton. Nächste Haltestelle, Alt-Travenstein. Aber wir finden die ganz schnuckelig, deswegen gibt es die jetzt hier bei uns in dieser eh schon semi-realen Variante. Aber wie gesagt, wenn ihr Bilder habt, bitte wendet euch übers Forum an den Kartoffelphantom per PN oder hier über den YouTube-Channel. Dass wir den Fahrstand und einige andere Sachen noch etwas realer darstellen können. Ja, ansonsten hat dieses Fahrzeug auch als allererstes links einen Spiegel. Und die beiden Kupplungsspiegel, das hatte ja der KT4 DTM, der uns gerade entgegenkommt. Nicht typisch Berlin, linker Spiegel fehlt, aber beim KT8 haben wir gesagt, hier gibt es jetzt mal einen linken Spiegel. So, wir dürfen. Und dann fahren wir mal in den eingleisigen Abschnitt hinein. Ja, ich bin immer wieder erstaunt, wie gut der Kartoffelphantom nicht nur Fahrzeuge bauen kann, sondern auch im Mapbau. Ich meine, man erinnert sich an E-Berlinsee in der Schönau-Variante. Nächste Haltestelle, Heppelstedt.
So, da kommt jetzt etwas, das sieht mir auf den ersten Blick für den doch recht breiten KT8D5 etwas schmal aus. Da würde ich doch mal sagen, wir klappen mal den Spiegel an, weil ich glaube nämlich, dass das. Übrigens, sehr nettes Feature mit dem Türen auf und Ladefläche runter. Da wollen wir mal gucken. Und das denn. Ja, jetzt freuen wir. Oh, ja, die KI mag uns immer noch nicht. Die fährt immer noch durch die Fahrzeuge durch. Oh ja, also mit ausgeklapptem Spiegel wäre das hier absolut nicht gegangen, ne? Aber dafür haben wir ja die Anklappfunktion. Sehr, sehr nice. Also sowas finde ich ja immer besonders toll, so eine kleinen Details. Im Übrigen, wir werden auch gleich nochmal zurückfahren zum Betriebshof Neblitz. Auch das eine oder andere Detail, wer es vielleicht gesehen hat, wer darauf geachtet hat, in der Oberleitung. Das ist eine neue Variante der Oberleitung, auch von Kartoffelphantom. Diese heute typische Oberleitung. Und dem einen oder anderen ist vielleicht aufgefallen, dass wir da Begegnungsverbote hatten für den KT8D5. Ja, aufgrund seiner doch großen Breite von 2,5 Metern hier auf der Map halt nicht überall sich frei begegnen darf. Und deswegen gibt es hier Begegnungsverbote und auch die wieder besonders. Also ich kenne das so zwar nicht, ich kenne nur reine Begegnungsverbote, aber hier gibt es auch eine Vorgabe in dem Begegnungsverbot, wer Vorfahrt hat und wer nicht. Nächste Haltestelle, Putschingplatz. Hier zum Beispiel. Wir müssten jetzt quasi die Vorfahrt dem Fahrzeug, das von links käme, quasi gewähren. Wir haben das rote X auf gelbem Grund. Und dort auf der anderen Seite habt ihr das grüne X auf dem gelben Grund. Also Beginn des Begegnungsverbotes. Hier wird es ja wieder aufgehoben, beziehungsweise da wird es wieder aufgehoben. Und in dem Fall wäre es tatsächlich so, dass wir hier das Begegnungsverbot in dem Sinne sogar noch gewähren müssen, dem Fahrzeug, das uns entgegenkäme. Ja, also der KT8D5, so weit, so gut. Wie gesagt, es ist ja schon so, dass das Fahrzeug durchaus schon Features hat. Und ja. Die Fahrgastfreigabe ist, glaube ich, auch nicht ganz so real. Wobei wir sie jetzt mit reingenommen. Ich weiß nicht, ob das in Strausberg dann eine Fahrgastfreigabe gab über Türöffner. In Prag gibt es ja nur das zentrale Öffnen und Schließen, soweit mir das bekannt ist, was wir hier können. Ja, ansonsten haben wir hier auch wieder die altbekannte Fehlerquelle in den Türen. Das heißt, die Türen stehen nicht immer komplett zu, sondern jede Tür für sich hat so eine eigene Fehlerquote, also die in die Tür offen steht. Dann zieht es mal mitunter mehr, mal weniger. Ja, wieder ein sehr gelungenes Fahrzeug, wie ich finde. Das ist schon schön. Naja. Ja, und auch wie gesagt, dieses Fahrzeug fällt halt nicht unter das Problem, dass die Fahrphysik nicht unterstützt wird, da dieses Fahrzeug ja komplett auf Drehgestellen abgestützt steht. Also auch die Knickbereiche sind ja Nächste auf Drehgestell. Haltestelle, Travensteiner Platz. Und von daher, na, Bräunchen. Ist es halt so, wie beim T6A2 oder T4D, dass wir da nicht so drauf angewiesen sind, dass dieses Feature umgesetzt wird. Wann dieses Fahrzeug released wird, bitte keine Nachfragen. Das wissen wir nicht. Das kommt halt immer drauf an. Es sind so viele Projekte in der Pipeline, neben der Map und den ganzen Fahrzeugen, dass das Fahrzeug irgendwann sicherlich mal released wird. Aber
bitte fragt nicht nach. Es ist alles Work in Progress. Das wird noch eine Weile dauern. Ja, dann sind wir auch schon fast angekommen. Hier waren wir mal vor ewiger Zeit am Betriebshof Travenstein. Jetzt, das ist quasi, hier sind wir wieder im alten Bereich. Da haben wir auch mal einen T4D, der uns hier entgegenkommt. Ja. Nächste Haltestelle, Betriebshof Travenstein. Aufgrund der Thematik Endstation. Mit der in die KI, also die KI-Thematik, dass sie die Fahrzeuge quasi hineinfahren, fährt der KT4D TM und auch der T4D hier auf der Map als Solo-Fahrzeug, weil ansonsten blockiert sich die Fahrzeug-KI mit der Straßenbahn-KI leider häufig. Das Problem habe ich vor allem auf Talstedt gehabt, woraufhin ich auch dort auf Solo-Fahrzeuge verringert habe. Und ja, solange das Problem auch seitens Lotus nicht behoben ist, dass die KI-Fahrzeuge in die Straßenbahnen, also die KI-Straßenbahnen reinfahren oder auch den Spielerfahrzeug, machen sie es ja auch, was da vielleicht erstmal weiter egal ist, aber solange das halt so ist, wird es so bleiben, dass wir mit Solo-Fahrzeugen dieser Art fahren müssen. Beim KT8D5 ist es jetzt nicht so das Problem, wobei ich gesehen habe, die Straßenbahn-KI fährt rein bei mir in den Heckbereich, aber die Fahrzeug-KI bleibt Gott sei Dank hinter dem KT8D5 stehen. So, jetzt wie gesagt, Betriebshof Travenstein, das war ja der erste Betriebshof, den wir auch in irgendeinem Video, glaube ich, mal behandelt haben. Hier hat sich eigentlich nicht so viel verändert. Betriebshalt. Genau, Betriebshalt. Das machen wir jetzt auch mal. Jetzt müssen wir nämlich aussteigen. Ja, ich fahre nicht mit Fahrplan, deswegen muss ich mir jetzt meine Fahrstraße quasi selber organisieren. Da wollen wir hin. So, dann steigen wir wieder ein. Schließen die Tür. Und weiter geht's. Ah. Na, das geht. Sehr, sehr schön eng. So mag ich das. Ja, also wie gesagt, wir möchten die lange Abwesenheitszeit bitte entschuldigen, aber erst wollte Lotus nicht, dann wollten wir quasi nicht, weil es einfach nicht ging. Und wir immer anderen Sachen quasi beschäftigt waren. Aber jetzt gibt es wie gesagt ein neues Video. Wir haben hier dieses wunderschöne neue Fahrzeug, was wir euch vorstellen können. Ja. Auch dieses Fahrzeug hat natürlich schon Module. Also man kann hier schon ein bisschen mit den Modulen rumspielen. Das betrifft die Kupplungsspiegel, das betrifft den Außenspiegel, die Anzeige-Thematik, also mit Linienwürfel auf dem Dach, ohne Linienwürfel, mit Faltblattanzeiger vorne, mit Matrix, der bekannten guten Matrix. Auch eine Rollband-Variante könnte irgendwann nochmal erscheinen. Aber das ist weitere Zukunftsthematik, das haben wir jetzt erstmal nicht uns nicht drauf quasi beschränkt. Das hier ist der Faltblattanzeiger, der standardmäßige. Und wenn ich jetzt hier zum Beispiel dann wechsle auf die Route 3 und gehe wieder nach draußen, dann ist der quasi sogar animiert. So sieht es aus, wenn keine Ziele sind. Also, ne? So, jetzt hat er das Ziel. Zack. Ja, und dann können wir eigentlich auch schon wieder in die Retour gehen. Ja, also wie gesagt, die Türen sind immer so gesteuert, dass sie im Prinzip hier
mit den Tastatur erstmal auf der Seite funktioniert. Man kann auch unter den Fahrzeug-Events das noch alles zuweisen. Ansonsten hat man halt auch hier wieder die Möglichkeit, über das Cockpit auch zum Beispiel die linke Seite zu steuern, wenn man das möchte. Irgendeiner Taste, achso, mit dem der typischen Taste zentrales Öffnen geht dann halt auch beide Seiten auf. Dann ist hier quasi zum Lüften. Corona und so, ne? Musste man ja zeitlang die Fahrzeuge mal lüften. Könnte man damit sehr gut machen. Ja. Da hast du jeweils immer noch die erste Tür, die wird aber nur auf der rechten Seite angesteuert. Und dementsprechend, wenn ich an den anderen Fahrstand wechsle, halt dort. Ja, lange Rede, gar keinen Sinn. Wir machen uns auf den Rückweg. Wollen das Video ja auch nicht unnötig in die Länge ziehen. Aber zumindest, dass ihr schon mal einen Eindruck bekommt vom KT8D5. Ja, das ist eine schöne Sicht. Die nehmen wir mal mit. Wie gesagt, das Fahrzeug ist noch Work in Progress. Wenn man dann durch... Wir wollten euch mal den ersten... Hier kann man schön gerade sehen, wie sich der Drehgestellteller auch bewegt, mitwippt bei den Gleisen. Also, dass man jetzt hier aus dem Faltenbike rausgucken kann, das ist natürlich eine Sache, die gehört noch in den Work in Progress Bereich. Das wird natürlich dann später nicht mehr sein. Aber trotzdem war das eine sehr schöne Ansicht aus der Ecke hier. So, jetzt muss ich aber trotzdem langsam nach vorne. Ja, genau deswegen nämlich. Den habe ich jetzt nicht gesehen. Das war die 5 von eben, aber wir haben E-Fahrt. Da bin ich mal so frei und fahre falsch. Ach ja, ich kann ihm die Weiche nicht stellen. Gut, jetzt haben wir hier gerade ein kleines bisschen Blödsinn gemacht. Macht aber nichts. Das heben wir kurz auf und warten, bis er jetzt weggefahren ist. Ja. Kurze Wasserstandsmeldung aus den anderen Richtungen. T6 unverändert seit dem ersten Vorstellungsvideo. Dieses Fahrzeug hat auch eher eine sehr geringere Priorität zurzeit. Der T4, ja, da hat sich auch wieder ein bisschen was getan seit dem letzten Video mit dem T4. Ah, hier hängt doch irgendwas. Aber jetzt auch nichts, wo wir sagen, das wäre jetzt zeigenswert, was man da Neues hat. Zumal wir dort konzeptionell gerade versuchen, noch einen anderen Weg zu gehen, da das Modulsystem leider aktuell dann noch ein bisschen stark an die Grenzen schlägt. Und deswegen, ja, versuchen wir da noch andere Lösungen zu finden. Das ist ja wieder hervorragend. Das blockiert mich die KI. Ja, wie gesagt, also da sind wir dran, andere konzeptionelle Lösungen zu finden. Beziehungsweise findet sich eine Variante des T4 gerade in meiner Obhut. So quasi in eine kleine Zuarbeit. Damit, ja, da so ein bisschen Arbeitsteilung reinkommt. Dann ist hier oben übrigens auch noch schön zu sehen, ein SH2 nach rechts für den KT8D5. Also wir dürfen hier gar nicht nach rechts abbiegen mit diesem Fahrzeug. Gut, dass ich es nicht gemacht habe. Das wäre ja dann quasi schon wieder verwerflich gewesen. Ja. Im Betriebshof, also unten in dem Betriebshof Nilblitz, haben wir fein auch schon, wer es gesehen hat, vielleicht den O405 in der Solo-Variante
vom Kartoffelphantom gesehen. Der dreht da auch als KI bereits im wahrsten Sinne des Wortes eine Runde. Ja, zu der Bilderthematik oder auch Videos, das ist uns eigentlich relativ gleich. Schön wäre nur, wenn jemand aus der Community Bilder hat vom unmodernisierten KT8D5, Strausberg, Prag. Dann werde ich in der Videobeschreibung nochmal die E-Mail-Adresse verlinken für von dem YouTube-Kanal, da könnt ihr euch melden oder halt, wie gesagt, im Forum, im Lotus-Forum per PN an den Kartoffelphantom. Und dann, ja, werdet ihr euch da bestimmt einig. Wie gesagt, es wäre nett, wenn da eben die Community mithelfen würde. Die Bilder, die man so findet aus dem Netz, die sind leider alle sehr dürftig. Und von daher brauchen wir da mal Hilfe. Ja, dann genießen wir jetzt einfach noch mal ein bisschen den KT8D5. Nächste Haltestelle, Eppelstift. Und die Map Marienberg. Die wirklich, wirklich schön ist. Also klar, das ist jetzt hier alles noch relativ leer auf der einen Seite, aber allein schon was jetzt dort für Details sind, das ist schon unglaublich. Also, ich bin da immer wieder begeistert. Allein dieses Flut von Verkehrsschildern, das ist schon sehr real. Jetzt sehe ich ja gerade, es fällt mir gerade ein, wenn wir jetzt hier lang fahren. Der linke Spiegel, den kann ich aber so gar nicht einklappen. Den müsste ich von außen machen. Nächste Haltestelle, Altravenstein. Aber der guckt nicht so weit raus wie der rechte. Wenn es gleich klack macht, ist er ab. Oh ne, es passt. Oh, gerade so. Ja, auch das hier wieder sehr schön. Diesen sehr eng parkenden Fahrzeugen, das Fahrrad da mit drin. Ah, das ist schon... Gefällt mir schon wieder sehr, 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 sehr gut hier. Das sind so diese ganzen Details. Da bin selbst ich manchmal neidisch. Ein T4. Immer wieder schön, das zu sehen, dieses Fahrzeug. Also was man auf jeden Fall merken muss, merkt, wenn man mit Pedal fährt, der Unterschied vom T4 zum KT8 ist halt einfach, dass das Ding hier unglaublich Bums hat. Also das merkt man. Da hier alle Drehgestelle angetrieben sind, muss man ganz ehrlich sagen, das Ding hat richtig Zunder. Das geht hier richtig hart zur Sache. Brauche ich nicht so viel aufs Pedal treten. Und der geht trotzdem schon gut vorwärts. Ja, also der T4 ist nach wie vor natürlich mein persönliches Lieblingsfahrzeug. Allerdings muss ich auch dazu sagen, ganz ehrlich sagen, also der KT8D5 steht definitiv, ja, an gleicher Stelle kann ich vielleicht nicht sagen, aber direkt dahinter, das, also auch im Original ist das ein sehr schönes Fahrzeug und
auch jetzt hier in Lotus damit fahren zu können, ist das schon sehr, sehr nice. Also das finde ich schon hervorragend schön, dieses Fahrzeug. Und es macht auch echt Spaß, mit ihm zu fahren. Ja, auch da nochmal kurz in eigener Sache vielleicht. Auch auf Thalstedt gibt es natürlich extra eine Linie für den KT8 D5. Jetzt wollte ich aber, wir fahren ja jetzt eigentlich wieder zurück zum Betriebshof. Das wollte ich aber eigentlich gar nicht. Ich wollte eigentlich die normale fahren. Ach so, die 1. Gut, die 1. Dann gehen wir noch mal kurz auf die Route 1. So, Bornholmer Straße. Da sind wir gerade. Nochmal Freigabe. Nochmal Türen schließen. Und dann haben wir auch hier wieder Begegnungsverbot. Auch wir müssten jetzt wieder quasi das gewähren lassen. Die Gegenrichtung hat den Vorrang, aber es kommt uns ja gerade kein KT8 D5 entgegen. Von daher ist das jetzt hier nicht das Problem. Ja, man merkt, ich war schon mal hier. Da drüben steht übrigens der O405. Wie gesagt, das Ding ist nicht statisch, das ist eine KI-Linie, der fährt also auch wirklich gleich noch. Und er fährt, wie gesagt, quasi einmal im Kreis. KI-Testlinie. Aber es gibt sie zumindest schon mal, das muss man einfach mal sagen, auch der O405 dreht schon seine Kreise hier. Hier haben wir nochmal den KT4 DTM. Auch im Marienberger Look. Ja, und dann diesen wunderschönen neuen Betriebshof. Das macht schon Eindruck. Kann man nicht anders sagen, ne? Also ich persönlich mag ja solche alten Betriebshöfe. Oh, ich glaube, ich habe meine Phase verpasst. Ich mag ja solche alten Betriebshöfe. Alt, bisschen schmuddelig, bisschen eng. Von daher ist das hier genau mein Ding, dieser Betriebshof. Also auch der originale Betriebshof Micken oder Bülow, das waren halt so Betriebshöfe, die fand ich immer sehr, sehr faszinierend. Oder auch der Betriebshof Coswig, das ja nun leider alle nicht mehr gibt. Das sind so Sachen, die begeistern mich schon immer, solche alten, engen Betriebshöfe. Und deswegen ist der hier auch in der Lotus-Umsetzung natürlich absolut mein Favorit. Ja, ansonsten KT8 D5 ist auch ein Tyrrhister-Fahrzeug wie der KT4 DTM oder der T6 A2. Der KT8 D5 kam auch relativ spät erst, das muss man auch wieder sagen. Ich glaube 87 die ersten. Und von daher auch ein Tyrrhister-Fahrzeug. Wobei ich ja persönlich eher so ein Beschleunigerfreund bin. Aber beim KT8 D5 mache ich mal eine kleine Ausnahme, weil das einfach an sich ein hervorragend schönes Fahrzeug ist. So, dann wechseln wir wieder den Fahrstand. Ich glaube, das ist, weil ich auf der anderen Seite vergessen habe, den Dings auszunehmen,
So, dann wollen wir mal wieder in den Betriebshof einrücken. Betriebshalt. So, wir kamen vorhin von Gleis 1. Dann nehmen wir doch jetzt mal ein Gleis aus der Mitte. Ja, nehmen wir gleich das. Das ist hervorragend. So, wir müssten hier wieder den Spiegel einklappen, dem rechten Gleis bei der Einfahrt. Wir sind ja nur auf dem linken, aber der war ja auch nur eingeklappt, von daher. So, Blinker können wir auf dem Hof jetzt mal ausmachen. Auch dieses Gebäude ist natürlich wieder eine absolute Meisterleistung. Also da muss man neidlos einfach anerkennen. Genial. Absolut genial umgesetzt. Mit den Oberlichtern hier, das Licht reinfällt. Und auch diese Detailverliebtheit. Hier steht da, Tür, Bocken, Arbeits, Spind, eine Werkbank. Ist schon. Also immer wieder beachtlich toll, was der Kartoffelphantom da so. Achso, wir müssen. Ja, das geht so nicht. Auf die Beine stellt. So. Damit würde ich sagen, verabschiede ich mich wieder von euch. Das war unsere kleine Vorstellungsrunde mit dem KT8D5, der Streckenneuerung auf Marienberg. Vielleicht noch der eine oder andere Info. Und wie gesagt, wenn ihr Informationen habt bezüglich KT8D5 Bilder, Videos, dann E-Mail-Adresse in der Videobeschreibung oder übers Lotus Forum per Nachricht an den Kartoffelphantom. Meldet euch. Ihr bringt damit vor allem den KT8D5 voran. Und umso schneller wir die Fahrzeuge, die, ich sag mal, releasbar sind, mit den Lotus-Grundfunktionen fertig haben, umso schneller werden sie wahrscheinlich irgendwann dann mal für euch verfügbar sein. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal, euer Tatraffin. Ciao, ciao.